Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Elder Scrolls Online. Wir sind hier immer noch in dem Nest Gnises. Und ja, ich hatte mir ja letzte Folge hier so hingestellt, damit wir hier noch mal in der Kaserne die Aufgabe annehmen. Und das werden wir jetzt mal tun. Versprochen um die Sache, Fürst Tanlen. Doch wir müssen Schutz anheuern, wenn die Ruinen derart heimgesucht sind. Ich heure Geisterjäger an, die keine Geister jagen können. Ha! Sucht euch einfach Hilfe und geht an die Arbeit, ehe ich meine Meinung ändere. Könnte man sich doch nur um alle Geister kümmern, indem man sie zerhackt. So, wer seid ihr denn? Fahr wen? Balada Nama Eireisende. Mögen die Geister als Verbündete an eurer Seite wandeln und möge euer Schatten nie von euren Füßen weichen. In welcher Sprache war diese Begrüßung? Es ist die Sprache der Religion und des Glaubens meines Volkes. Sie stammt aus uralten Zeiten, als die wahren Götter verehrt wurden, als Sterbliche und Unsterbliche Seite an Seite gleichberechtigt lebten. Sie ist sehr alt. Für eine Spende kann ich euch natürlich noch mehr erzählen. Die Missionare der 3 und der 8 wirken sehr zufrieden damit, ihre Lehren völlig ohne Gegenleistung mit anderen zu teilen. Ihr seid da nicht ganz auf dem Holzweg. Ich schätze, ich muss wettbewerbsfähig bleiben, wenn ich nicht Gefahr laufen will, dass diese alte, prächtige Religion völlig in Vergessenheit gerät. Ich meine, wir hätten es jetzt gehabt, aber erzählt mir mehr. Der Name unserer Religion ist so alt, dass die sterbliche Zunge sie nicht auszusprechen vermag. Doch sie birgt die Geheimnisse der Göttlichkeit. Ihre wahren Anhänger erlangten vor langer Zeit einen Zustand absoluter Vollkommenheit und ließen diese Welt hinter sich. Die meisten ihrer Lehren gingen im Laufe der Jahre verloren. Woher wisst ihr dann so viel? Ich habe ihre verlorenen Archive und Schriftrollen gefunden. Nur ein Bruchteil der Wahrheit, Reisende. Doch das genügte. Der Pfad zur Vervollkommnung steht mir offen. Und ihr könnt ihm ebenfalls folgen. Für eine weitere kleine Spende kann ich euch eine Abschrift der heiligen Texte geben. Fragt mich bei unserer Rückkehr. Könnten wir vielleicht mal dann holen. So, Scharz. Seid gegrüßt, Reisende in der Stadt, in der wir gerade sind. Sprecht mit mir wie unter Freunden, denn genau das soll aus uns werden. Außer natürlich, ihr tragt Finsternis im Herzen. Dann werden wir als die größten Feinde auseinandergehen, denn ich umgebe mich nur mit den Reinen. Ihr seid schrecklich. Rechtschaffen? Ich weiß. Das liegt an den vielen Jahren, die ich als Lehrling der edelsten und ehrenhaftesten Herrschaften verbracht habe. Meine Lehrmeister gaben den Hungrigen ihr Essen, den Armen ihr Geld, den Nackten ihre Kleidung. Sie klingen sehr großzügig. Das waren sie auch. Sogar so sehr, dass sie am Ende ohne Heim, ohne Geld und ohne Essen auf der Straße standen. Doch sie hatten noch die Reinheit in ihren Herzen und nur das war wichtig. Bis sie an der Seuche erkrankten, dann starben die meisten von ihnen. Ja, aber sie starben mit Ehre. Naja. So, Theo oder Theo. Ich nehme mir einmal einen Augenblick Zeit für eine kleine Annahme. Ihr seid in Maßen mit dem Kämpfen vertraut oder zumindest damit, euch zu verteidigen. Es sind eure Ausstrahlung und euer Gang, die euch verraten. Sucht ihr zufällig nach Arbeit? Was bietet ihr an? Meine Gruppe hat sich auf das Eingreifen gegen Geister verlegt. Wir untersuchen Heimsuchungen und betten im Diesseits verweilende Geister zur letzten Ruhe. Wir sind den Geistern allerdings nicht immer willkommen. Bei Fällen wie unserem derzeitigen Auftrag brauchen wir jemanden, der uns den Rücken frei hält. Was ist so gefährlich am derzeitigen Auftrag? Wir sollen Ländereien, die unser Auftraggeber vor kurzem erworben hat, von einer bösartigen Präsenz befreien. Ich weiß nur wenig über die Gegend. Abgesehen davon, dass die Aschländer sie für verflucht halten. Was diese Präsenz auch sein mag, sie wird wohl kaum stillhalten, während wir sie austreiben. Und damit wären wir bei euch. Ich werde es tun. Unser Ziel ist eine alte Festung hoch im Norden, zu der man nur durch einen kleinen Pass in den Bergen kommt. Es gibt davor ein Aschländerlager, wo wir unsere Vorräte auffüllen werden. Vielleicht finden wir dort noch mehr heraus. Könnt ihr mir mehr über den Auftrag erzählen?
Der freundliche Edelmann, der eben mit uns sprach, Fürst Tanlin, das ist unser Arbeitgeber. Er hat gerade einen Schrieb für das Land gekauft, auf dem die Festung steht. Er meinte, er hätte es recht günstig erstanden. Ich vermute, die Geisterheimsuchung hat den Preis deutlich gedrückt. Okay. Und wie habt ihr vor, das Land von diesen Geistern zu befreien? Als allererstes finden wir heraus, warum sie noch im Diesseits verweilen. Bindet sie ein verfluchtes Relikt? Wollen sie Rache, weil man sie ermordet hat? Sehen sie sich nach dem Abschied von einem Geliebten? Es ist immer unterschiedlich. Sobald wir das herausgefunden haben, ist es leichter, sie dazu zu bewegen, ins Jenseits einzugehen. Und das klappt in der Regel? Ich will nicht behaupten, dass es perfekt wäre, aber meine Gruppe ist die beste in diesem Geschäft. Wir geben sogar eine Geld-Zurück-Garantie für den Fall, dass unser Kunde nicht völlig zufrieden ist. Ich kann euch versichern, dass ihr keine anderen Geisterjäger finden werdet, die so etwas anbieten. Erzählt mir mehr über eure Gruppe hier. Seht ihr diesen Trupp hier? Dieser Trupp ist die beste Gruppe von Geisterjägern in ganz Tamriel. Wir haben alle auf die eine oder andere Art und Weise eine besondere Verbindung mit dem Reich der Toten. Das hilft uns, eine Verständigung aufzubauen und Probleme zu lösen, wenn es um Geister geht. Eine besondere Verbindung mit dem Reich der Toten? Nahtodeserfahrungen. Schon mal ein Blitzzauber gewirkt, während ihr durchs Wasser gewartet seid? Dann seid ihr dem Jenseits schon einen entscheidenden Schritt näher gekommen. Die Geister scheinen es einfach zu mögen, wenn man schon mal mit einem Fuß im Grab stand. Okay. Ich bin dem Tod schon oft von der Schippe gesprungen. Wir sind noch ein paar Mal gestorben. Nun ja, vielleicht sollten wir uns mal unterhalten, sobald wir hier fertig sind. Ihr könntet unsere Gruppe gut abrunden. Wir sind immer auf der Suche nach Verstärkung. Wir dachten, Charles würde wissen, wie man kämpft. Ich meine, schaut euch doch nur seine Arme an. Aber er ist Pazifist. Also, na gut. Ich mach nochmal ditte, weil da war ja noch was mit dem Auftraggeber. Der freundliche Edelmann, der eben mit uns sprach, Fürst Tanlin, das ist unser Arbeitgeber. Er hat gerade einen Schrieb für das Land gekauft, auf dem die Festung steht. Er meinte, er hätte es recht günstig erstanden. Ich vermute, die Geisterheimsuchung hat den Preis deutlich gedrückt. So, und jetzt können wir das hier nehmen. Hat euer Auftraggeber euch irgendwelche Informationen gegeben, die uns bei diesem Auftrag helfen könnten? Es steht jedoch zu bezweifeln, ob Fürst Tanlin überhaupt noch andere Geisterjäger außer uns kennt. So wie ich unseren Arbeitgeber einschätze, hielt er das Angebot für viel zu gut, als dass er es hätte ablehnen können. Er achtet nicht sonderlich auf Einzelheiten. Gut, so, jetzt sollen wir nochmal mit denen hier reden. Seid gegrüßt, Reisende in der Stadt, in der wir gerade sind. Haben wir schon? Balada Nama Al. Es ist die Sprache der Rinn. Ihr seid ein Dämmer. Ich habe ihre. Gut. Hätten wir schon mal. Geht zum. Was? Ushilaku Aschländerlager. Junge. Ushilaku. Fürst Tanlin. Ich habe keine Zeit, um mich mit Fremden zu unterhalten, Fremde. Ich muss diese Schwachköpfe in Bewegung setzen, damit ich mein Eigentum zurückbekommen kann. Du solltest mal lieber aufpassen, wie du mit den Leuten redest, die dir helfen wollen. Ich finde sowas. So einen Leuten müsste man einfach sagen, jo, komm, steck dir deine Scheiße in den Hintern und dann ist gut. Wo müssen wir denn jetzt eigentlich hin? Nach da oben. Aber dafür müssen wir. Das ist ein ganzer Weg hier, ein ganz schön weiter Weg. Dafür müssen wir erstmal hier lang, damit wir da hinten denn. Nett. Schon wieder falsch geritten. Na gut, dann werden wir erstmal da hoch und gucken, was uns da noch in die Quere kommt. Bin ich noch auf dem Weg hier? Man sieht den Weg teilweise ja nicht. Aber wer bin ich schon? Der beurteilen kann, wie ein Weg aussieht. Rat von
Salutan entdeckt. Mann. Da hat es mir gerade wieder die Stimme verschlagen. Da oben ist auch noch ein Dungeon oder ein Gewölbe. So, über Stock und Stein. Das ist gut, da ist ein Wegpunkt. Wenn wir Glück haben, ist hier auch noch eine Aufgabe in der Nähe. Nicht hängen bleiben da. So, den werden wir erstmal freischalten. Aber hier sieht es nicht nach Aufgabe aus. Okay. Die sind uns wohlgesonnen, ja? Diese Ruinen gehören Galgala und seinem Fluch. Ihr habt diese Leute in den Tod geschickt. Eure Märchen mögen die Leichtgläubigen abschrecken, aber nicht mich. Diese Ruinen gehören jetzt mir. Meine Leute haben diesen Fluch im Nu gebannt. Ihr werdet als Marionette in Galgalas Sammlung enden. Falls wir euch wiedersehen, erachten wir euch als eines seiner Gefäße und als vogelfrei. Ihr wurdet gewarnt. Diese Arschländer sind Narren. Sie halten an ihren primitiven Vorstellungen fest. Galgala und sein Fluch sollen mir Angst machen? Halt, wer seid ihr? Warum sprecht ihr mit mir? Junge, direkt in die Fresse. Gleich drin. Direkt drin. Ich arbeite mit der Gruppe zusammen, die ihr angeheuert habt. Ich soll sie hier treffen. Nun, ihr habt euch verspätet. Ich habe die anderen vorgeschickt. Wir können es uns genauso gut hier gemütlich machen. Bei eurem Schneckentempo sind sie zurück, noch ehe wir diese Unterhaltung beendet haben. Ihr habt sie allein hineingeschickt. Ich wurde angeheuert, um sie zu beschützen. Drecksback. Wessen Schuld ist das? Mit jedem Tag, an dem dieses Land ungenutzt bleibt, sind es meine Schatztruhen, die darunter leiden. Ich konnte Teljo unmöglich unsere Zeit damit vertändeln lassen, auch nur einen Deut auf die Lügenmärchen dieser Aschländer zu geben. Je weniger dieser Geschichten über Körperdiebe sie hören, desto besser. Sie haben also keine Ahnung, womit sie es zu tun bekommen. Böse Geister. Das reicht, damit sie ihre Aufgabe erledigen können, oder zumindest sollte es das, wenn sie denn so große Fachleute sind. Falls ihr gern eure Aufgabe erledigen wollt, Valenvarion liegt östlich von hier durch den Pass. Ich werde sie finden. Pisser, Alter. Lasst euch von dem Mann draußen nichts vormachen. Galgala ist kein Geist, den man auf die leichte Schulter nehmen sollte. Diejenigen, die er nach Valenvarion geschickt hat, sind schon tot, auch wenn ihre Körper recht überzeugende Lügner sein mögen. Was könnt ihr mir über diesen Geist erzählen? Galgala ist ein Körperwechsler. Ein Geist, der Lebenden die Seele aus dem Körper austreibt, um diesen dann als seine Marionette zu benutzen. Dieser Geist mag an Valenvarion gebunden sein, doch sobald er erst einmal Besitz von einem Gefäß ergriffen hat, kann er frei umherstreifen und noch mehr Leute in seine Falle locken. Er lockt Leute an? Ist es möglich, dass Fürst Tanlen Galgala ist? Dass Fürst Tanlen Galgala ist? Unser Schutzzauber hindert böse Geister daran, das Lager zu betreten. Fürst Tanlen ist einfach nur, wie Leute außerhalb Wardenfels es nennen würden, ein Armleuchter. Oh ja. Gibt es einen Weg, um Galgala aufzuhalten? Wenn wir um einen wüssten, gäbe es Galgala nicht mehr. Wenn man ein Gefäß tötet, von dem er Besitz ergriffen hat, setzt das nur seinen Geist wieder frei. Die einzige Antwort besteht darin, ihm gar nichts erst zu bieten, in das er einfahren kann. Eine Weisheit, die der Mann da draußen nicht hören will. Was ist, wenn man den einfach... So, gut. Die Aufgabe nehmen wir später an. Ich denke mal, wir werden hier wieder zurückkommen.
Dann werden wir erstmal darüber galoppeln, wa? Da ist ja noch so ein Oldenburg-Tor. Oder so ein Oldenburg-Turm. Ist das auch wieder so ein PvP-Ding? Sieht schon krass hier aus. Ich werde aber jetzt nicht hinreiten. Wenn man wieder nicht aufpasst. Wenn man mal wieder nicht aufpasst, dann reitet man immer in falsche Gegenden. Wie kannst du so ein Haus holen? Dieses Land ist noch ungastlicher als gedacht. Vielleicht hätten wir Farwen mit den Schutzzaubern helfen sollen. Besänftigt eure Zweifel, meine Freundin. Farwen ist rechtschaffen und bezwingt das Böse mit der Tiefe ihrer Güte. Ihr wird nicht richtig zustoßen. Also diese Abmischung von den Tonen ist wirklich... Also ich würde mal gerne ihn von Bethesda hier hinsetzen und sagen, hört ihr das doch mal an. Was ist denn das für ein Scheiß? Da müssen doch auch Leute sein, die sagen, ey Leute, ihr könnt das so nicht machen. Ihr müsst da Dinge tun dagegen. Das nochmal neu abmischen, sodass das funktioniert. Warte mal. Ich will noch dieses Buch holen, da. So, wo ist das Büchlein? Büchlein. Hier ist auf jeden Fall eine Truhe, das ist schon mal gut. Ach, hier ist es. Sehr gut. So, dann können wir hier wieder runter. Ich denke mal, ich werde irgendwann mal die ganzen Bücher zusammensuchen. Die werden dann bestimmt irgendwo, die bestimmt Guides dafür. So, Farwen ist nicht da. Diese Erde ist verdorben. Der Makel des Bösen befleckt dieses Land. Es muss geschrubbt werden wie ein paar schmutzige Hosen. Heute machen wir uns bereit für die große Läuterung. Hörst du mich, Böses? Bis Sonnenuntergang haben wir dich ins Reich des Vergessens geschrubbt. Was seht der denn da für einen Rotz? Farwen ist bestimmt schon besessen. Ihr habt es geschafft. Fürst Tanlen scheuchte uns so schnell aus den Lagern, dass wir fast keine Vorräte mitnehmen konnten. Der Bastard hat gedroht, uns unseren Kontrakt zu entziehen, wenn wir uns nicht beeilen. Zum Glück scheint es ein recht üblicher Fall zu sein. Nur ein paar verrückte Geister, die zur Ruhe gebettet werden müssen. Es steckt noch mehr dahinter als das. Ein Geist namens Galgala geht hier um. Nun ja, wir haben einen Namen, Galgala. Das wird uns helfen, ihn heraufzubeschwören, um herauszufinden, was ihn plagt und so. Das wird uns die Sache etwas leichter machen. Sofern er nicht einer von jenen Geistern ist, die versuchen, von Menschen Besitz zu ergreifen oder so. Die Aschländer meinten, er würde genau das tun. Er ist ein Körperwechsler. Wie bitte? Das ändert die Dinge, deutlich. Wir hatten es bisher nur einmal mit einem Geist zu tun, der in einen einfährt.
Dabei haben wir unseren Freund Lonnie verloren. Davon hat dieser Bastard Tanlen nichts gesagt. Wir müssen Farwens Schutzzauber aufstellen. Schnell! Wo ist sie? Sie ist los, um ihre Schutzzauber rund um die Städte aufzustellen. Üblicherweise sucht man zunächst nach dem optimalen Aufstellungsort. Findet Farwen und sorgt dafür, dass diese Schutzzauber aufgestellt werden. Das sollte uns Zeit verschaffen, uns alles hier zusammenzureimen. Das wäre dann schon mal ein Anfang. Ich werde sie finden. Tut alles Nötige, um Farwen wieder heil hierher zurückzubringen. Wir dürfen keine Zeit verschwenden. Geister der Besessenheit darf man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Und warum helft ihr dann nicht, alles aufzubauen? Das würde ich ja zu gerne, aber sie ist sehr verschlossen, was die Geheimnisse ihrer alten Götter anbelangt. Vielleicht sollte ich bei meinen Spenden nicht so knausern. Schars und ich kennen zwar den einen oder anderen Kniff, aber es sind Farwens Schutzzauber, die für unsere Sicherheit sorgen. Ohne sie wären wir verloren. Ja. Ich sehe, die Geister sind noch immer auf meinem Land, Theo. Und du stehst nur rum. Wie schön, dass ihr kommt, Fürst Tanlen. Eure Gegenwart wird uns alle beflügeln und gewiss nicht ablenken. Der schon wieder. Ich hoffe, unserer Freundin Farwen geht es gut. Ihre Religion und ihre Götter interessieren mich sehr. Doch wegen meines freigebigen Wesens gegenüber so vielen würdigen Zielen fehlen mir die Mittel, ihre zu unterstützen. Vielleicht erfahre ich etwas Neues, sobald wir für diese Mission bezahlt wurden. Ich weiß nicht, wer der größere Trottel ist. Sie oder ich? Ich fasse es nicht, dass ich hierfür bezahle. Den müsste man eigentlich sagen, gut. Dann macht einen Scheiß alleine. Ihr müsst mich einen Augenblick entschuldigen. Es erfordert Konzentration, Zwiesprache mit den alten Göttern zu halten. Sie werden mir die Yahida dieses Ortes zeigen und mich in meinem Aufstellen der Schutzzauber anleiten. Theo hat mir aufgetragen, euch beim Aufstellen der Schutzzauber zu helfen. Eure Hilfe kommt mir sehr gelegen. Ich kann mich zwar alleine durchschlagen, aber das Wirken dieser Schutzzauber ist anstrengend und das Errichten einer Geisterbarriere nur der erste Schritt. Ich muss den Fluss der Magie fortwährend bündeln, damit ihr für längere Zeit erhalten bleibt. Warum können wir die Schutzzauber nicht einfach irgendwo aufstellen, wo es sicherer ist? Die Schutzzeichen müssen um einen Fokuspunkt herum ausgerichtet sein, so nah an dem Spuk, wie wir uns herantrauen. Platzieren wir sie schlecht, könnte die Geisterbarriere an einem unerwünschten Ort auftauchen, zum Beispiel mitten im Felsgestein. Und ich habe nur die Kraft für einen einzigen Versuch. Nun, wir müssen uns beeilen. Hier draußen ist ein Körperwechsler. Ein Körperwechsler? Mögen die alten Götter uns beistehen. Als wir das letzte Mal mit so etwas aneinander gerieten, gab es Tote. Ich muss beten. Da, die alten Götter haben uns den Weg erleuchtet. Ich werde euch folgen und mir meine Kraft für meine Magie aufsparen. Okay, na dann komm mal mit. Dann komm mal mit, mein Eulchen. Halt. Okay. Der ist schon mal hinüber. So, jetzt gucken wir mal. Kommen wir denn hier rein? Fuck. Oh, hier ist ja noch einer. Zwei ist er ja. Es ist so schön, Besuch zu haben und so zahlreichen. Wer wird da wohl mein Favorit? Es ist getan. Aber der Geist weiß, was wir vorhaben.
Wir müssen uns beeilen, bevor er beschließt, die Spielereien sein zu lassen. Die alten Götter zeigen uns ihre Gunst, indem sie die Stellen, wo die Schutzzauber hin sollten, mit einem heiligen Leuchten markieren. Daran müssen wir uns halten. Rasch! Geister der Besessenheit sind nichts, was man auf die leichte Schulter nehmen sollte. Tja, hast du wohl wahr. Da hast du wohl wahr. Oh, hab ich mir gerade erschrocken, Eulchen. Gibt ein echtes Haus. Krass. Mehr Geister? Sie müssen unter der Knote des Körperwechslers stehen. Sie gehören ihm mit Leib und Seele. Oh. Ihr seid ja ein spannendes Pärchen. Lebhafter als die anderen. Aufgeweckter. Ich freue mich schon darauf, eure Haut zu tragen. Dieses Böse lauert hier schon eine sehr lange Zeit. Aber vertraut mir, die Macht der alten Götter ist viel älter. Wieder so ein Hau-Hüpfi-Lumpe hier, weißt du? Gut, so, dann müssen wir noch den dritten aufstellen. Hatte ich das schon mal irgendwann mal gefragt, wie Housing sich hier anfühlt? Also, kann man da gut was machen, oder ist das der Quatsch? Dort, der Letzte. Mach den Weg frei und wir sind sicher. So ein hübsches, hoffnungsfrohes Lächeln. Das werde ich üben müssen. Nein! Berührt das Licht! Platziert den Zauber! Ah! Nein, die ist weg. War doch klar, dass die wegkommt. Meine rechtschaffene Freundin, was soll das mit den Händen? Es schüchtert die Geister ein, wenn ich so dastehe. Es lässt sie glauben, ich wäre es, der über diese Macht verfügt. Ihr seht wie ein Trottel aus. Hinfort, böse Geister, hinfort! Oh, hey, es hat geklappt. Meine rechtschaffende Freundin, was erzählt er da? Das ist ein Mann. Farven ist nicht an eurer Seite, doch ihr Schutzzauber zeigt Wirkung. Ist das ein weiteres Geheimnis ihres Glaubens? Ja. Auch wenn ich zugeben muss, dass diese kleine Kugel recht eindrucksvoll ist, habe ich das Gefühl, dass wir nur Zeit vergeuden. Die Geister sind da draußen. Nun, zumindest hält der Schutzzauber die Geister für eine Weile draußen. Was gut ist, wenn man bedenkt, dass wir nicht mehr als Gefäße für sie sind. Ich bin noch nicht bereit, meinen Körper aufzugeben. Ich habe noch ein paar gute Jahre in ihm vor mir. Aber wo ist Farven? Sie sollte bei euch sein. Geigerla hat sie. Wir müssen sie zurückholen, bevor es zu spät ist. Sie ist nicht verloren. Es ist kein leichtes, eine lebende Seele aus ihrem Körper zu vertreiben. Wir haben Zeit, aber sie ist nicht die einzige, die in Gefahr ist. Wenn Farven keine Magie mehr in ihn leitet, wird dieser Schild nicht lange halten. Geigerla hat mich verhöhnt. Er möchte, dass wir ihm folgen oder nachsetzen. Ich vermute, er hat euch keine nützliche Karte oder irgendwelche Wegbeschreibung zu seinem Versteck angeboten? Nein, natürlich nicht. Dieser verdammte Geist möchte einen von uns gegen den Rest wenden. Tja, das Spiel können auch andere spielen. Was schlagt ihr vor?
Wenn wir einen Geist in diesen Schutzzauber locken, werden wir ihn unter Kontrolle haben. Zumindest zeitweise. Dann können wir ihn verhören. Wenn der Geist an diesen Galgala gebunden ist, wird er gezwungen sein, uns zu verraten, wo er sich versteckt. Wie bekommen wir einen Geist hier rein? Indem wir ihn bis auf seine nackte Essenz herunterbrechen und dann neu zusammensetzen. Ihr müsst für mich diese Geister vernichten, bis ihr einen findet, der mächtig genug ist, damit seine Essenz unversehrt bleibt. Bringt diese Essenz zurück zu mir. Wir erledigen dann den Rest. Okay, was sagt er jetzt denn noch? Wir werden unsere Freundin retten und den Auftrag abschließen, diese Geister auszumerzen. Die hasserfüllten Toten können die Bande wahrer Kameradschaft und Ehre nicht durchtrennen. Da sagst du was. Hat Theo wirklich einen von seinen Leuten verloren? Eine Person weniger, die ich bezahlen muss. Na. So, vernichte Geister. Schließt euch uns für immer an. Wer ist er denn? Gut. Oh. Gut, Knut. Meine Fresse, die sind springen spielen, Alter. Holy fuck, Alter. Platziert die Essenzen hier im Kreis. Wir sind bereit für die Beschwörung. Erhebt euch, Geist, und seid an meinen Befehl gebunden. Warum beschwört ihr mich herauf, Gefäße? Rachsüchtiger Geist, ihr werdet uns zeigen, wo euer Herr unsere Freundin gefangen hält. Ruhe, Schwächlinge. Ich werde mit der sprechen, die mich hergebracht hat. Wartet! So sollte das aber nicht laufen. Euch fehlt der Wille, mich zu befehligen. Ja, ihr seid stark. Jetzt verstehe ich Galgalas Interesse. Ihr werdet ein gutes Gefäß abgeben. Fragt, was ihr wollt, aber unsere Zeit ist knapp. Wählt eure Fragen weise aus. Wo versteckt sich euer Meister? Galgala versteckt sich nicht. Aber eine gute erste Frage. Er ist nicht hier. Diese Ruine dient lediglich als Kerker für seine gefangene Seele. Ihr werdet es schon bald genug erfahren. Seine Festung ist in der Nähe, wenn ihr nur genau hinschaut. Die Lava fließt unter der Brücke aus Stein hindurch. Und Farwen, seine Gefangene, ist sie noch am Leben? Sie klammert sich an ihrer Hülle fest. Unser Herr spielt gerne mit seinen Marionetten, ehe er ihre Fäden durchtrennt. Ich erinnere mich noch lebhaft an meinen Tod. Wenn Galgala besiegt würde, wäre ich nicht betrübt. Doch es würde Konsequenzen geben. Letzte Frage. Wählt sie mit Bedacht. Wenn ich sage, wie rette ich Farwen, kommt nur dabei raus, dass wir jemand anderes wählen müssen. Der denn an ihrer Stelle, und wir haben immer noch nicht rausgefunden, wie wir den Typen verbannen. Wir sollten dem hier ein für alle Mal ein Ende setzen, auch wenn es Farwens Tod bedeutet. Ich denke da eher, nennt man das pragmatisch? Auch wenn ich sie retten würde wollen. Das Problem ist, wie gesagt, wenn wir sie retten, gefährden wir andere. Also werde ich die Frage stellen, wie verbanne ich Galgala?
Galgalas Gefäß muss zerschlagen werden. Seine Essenz wird daraus hervorbrechen wie aus einem gebrochenen Damm und sich ein anderes Opfer suchen, das in den Fluten ertrinken kann. Sehr wahrscheinlich eure Freundin. Tötet sie, während sie miteinander ringen, und Galgala wird keine Kraft mehr haben, um der Leere zu widerstehen. Ich habe zwar noch Fragen, aber wenn ihr gehen müsst, dann geht. Da bin ich mir sicher. Ich würde gerne sehen, wie dies hier endet. Aber leider... Und das war's für unseren Schutzzauber. Ich schätze, Farwins Zauber hielt nur eine kurze Zeit, weil sie nicht mehr hier war. Schutzzauber oder nicht, mein Land muss gesäubert werden. Und zwar schnell. Jetzt liegen die Karten auf dem Tisch, was? Ich gestehe es nur ungern, aber die Sache wächst uns über den Kopf. Wir müssen etwas unternehmen, um Farwin zurückzubekommen. Aber ihr habt gehört, was jener Geist gesagt hat. Schaas und ich sind keine Krieger. Wir werden Galgala auf keinen Fall besiegen können. Dafür wurde ich angeheuert. Ich meine, ich weiß, dass ihr unsere Leibwache sein sollt. Ich hatte einfach nicht erwartet, dass wir das so wörtlich nehmen müssen. Wisst ihr was? Ich lasse euch mit eurer Arbeit weitermachen. Ich könnte vielleicht sogar wissen, wo Galgala ist. In der Ruine mit einem Lavafluss und einer Steinbrücke. Gut. Wir sind auf dem Weg hierher daran vorbeigekommen. Ein Stück im Süden. Ich markiere es für euch. Geht und tut, was immer nötig ist, um unsere Freundin zu retten. Farwin ist stark. Wenn jemand damit fertig wird, einen bösen Geist in sich zu haben, dann sie. Was ist mit euch? Was werdet ihr jetzt tun? Ohne die Schutzzauber ist es zu gefährlich, hier noch lange zu bleiben. Wir werden Fürst Tanlen zurück in Sicherheit schleppen, selbst wenn er sich mit Klauen und Zähnen dagegen wehren sollte. Das Geld ist mir einerlei. Rettet einfach nur Farwin. Aber falls ihr Galgala bannt, haben wir das nötige Geld für eine richtige Feier. Ich werde tun, was ich kann. Nun gut, Leute. Wir packen ein und gehen zurück in die Stadt. Unsere Freundin wird von hier an übernehmen. Was? Wovon redet ihr da? Ihr habt doch kaum etwas gemacht. Ich erwarte, dass ihr diese Ruinen befreit und nicht mit eingekniffenem Schwanz davonlauft. Da ihr uns Informationen vorenthalten und so das Leben meiner Leute gefährdet habt, ist unsere Zufriedenheitsgarantie hinfällig. Wir gehen. Ich schlage vor, dass ihr uns folgt. So, also liegt es jetzt an uns. Na gut. Hier waren wir vorhin schon mal gewesen, ja. Hier ist die Steinbrücke. Ah, gut. Freunde. Lasst uns betreten, Tempel. Ihr seid ihr, ja. Ich hatte gehofft, euch als Freundin zu begrüßen. Doch wir werden uns bald richtig nahe sein. Zeigt mir seinen abscheulichen Richter, der ich oder was? Oder ist der doch nur wieder ein weiterer Körper, den er mal hatte? Stark. Zu stark. Euch kann ich nicht haben. Doch zum Glück habe ich anderes Spielzeug. Frei? Bin ich frei? Ich war eine Gefangene? Ich kann nicht denken. Ich muss weg von hier. Er hat anderes Spielzeug. Warte. Ich fühle mich jetzt besser. Der Schmerz, er lässt nach. Ich fühle mich leicht. Als ob ich davontreibe. Bin ich tot? Ruhig, Braune. Konzentriert euch, Farwin. Galgalas Geist ist in euch eingefahren. Er versucht, euch zu übernehmen. Galgala? Ja. Seine Präsenz ist überall. Erdrückend. Ich muss mich ausruhen. Ich bin so müde. Lasst mich einen Augenblick hinlegen. Nein, bleibt bei mir. Ihr müsst gegen ihn ankämpfen. Ihr seid die Einzige, die das kann.
muss wach bleiben. Mein Körper fühlt sich so schwer an. Aber ich... Ah! Bei den Göttern, das tut weh. Ich spüre ihn, wie er von innen an meinen Augäpfeln kratzt. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Welche Wahl haben wir denn? Ah! Ich weiß es nicht. Tötet mich! Macht meinem Leben ein Ende, bevor dieser Geist mich übernehmen kann. Ich will nicht seine Marionette sein. Nein, ihr werdet hingehen. Nee, was? Nein, ihr werdet hiergegen ankämpfen. Glaubt an eure Götter und drängt den Geist zurück. Was wisst ihr von meinen Göttern? Ah, die Ironie. Mein Schicksal liegt in den Händen meines Glaubens. Ich will leben. Göttliche, hört mich an. Ich werde leben. Er ist jetzt still. Er ist still. Verschwinden wir von hier. So. Trifft die Geisterjäger? Müssen wir hier nicht irgendwas zerstören? Ich werde mal dahin porten. Ich darf da oben das Dings nicht vergessen. Die Aufgabe in dem Lager. So. Aber was haben wir denn jetzt erreicht? Ich denke, wir müssen sein Gefäß zerstören. Ach so, sein Gefäß, in dem er war. Okay. Und unser Held kehrt zurück. Stoßen wir auf unsere Freundin hier an. Auf Tapferkeit, Ehre und Rechtschaffenheit. Mögen die alten Götter euch segnen. Wartet jetzt? Eure Taten sind selbstlos und beherzt. Ihr habt euch würdig erwiesen, dass man euch Freundin nennt. Ich würde euch einen ausgeben, um darauf anzustoßen, aber mein gesamtes Geld ist schon dem Waisenhaus in meinem Heimatland versprochen. Da fällt mir was ein. Kann ich mir etwas Gold von euch leihen, um hierfür zu bezahlen? Wahrheit. Danke für die Wahl, die ihr in den Ruinen getroffen habt. Beinahe hätte ich in einem Augenblick der Schwäche alles verloren. Jetzt fühle ich mich besser, viel, viel besser. Aber das ist doch... das kann doch nicht Ende sein. Wir fragten uns schon, wann ihr wohl kommt. Ich habe den anderen gesagt, sie sollen mit dem Feiern auf euch warten. Aber Schaas hat die Getränke gefunden und eins führte zum anderen. Und naja... Ich bin jedenfalls froh, dass ihr hier seid. Ihr habt eure Lebensgeister wieder? Lebensgeister, den muss ich mir merken. Warum sollte es anders sein? Ihr habt unsere teure Farven gerettet und die Welt von einem schrecklichen Übel befreit. Farven hat uns alles von eurer Schlacht erzählt, wie ihr Galgala gebannt habt. Der Stoff, aus dem Legenden sind. Farven hat euch erzählt, Galgala wäre gebannt? Sie meinte, ihr hättet seinen stofflichen Leib vernichtet und ihn aus diesen Ruinen vertrieben. Da Galgala nun fort ist, werden auch die anderen hier gebundenen Geister sich schon früh genug verziehen. Nicht einmal Fürst Tanlin könnte dieses Ergebnis anfechten. Euretwegen ist unser Auftrag ein Erfolg. Ich freue mich, dass ich helfen konnte. Wie versprochen ist hier eure Bezahlung. Ich habe sogar noch etwas obendrauf gelegt, weil ihr mehr geleistet habt, als wir uns je erhoffen durften. Falls wir uns jemals entscheiden, eine offizielle Geisterjägergilde zu gründen, werden wir es euch als erstes wissen lassen, meine Freundin. Macht das. Wenn ihr mich alle entschuldigen würdet. Ich suche mehr Wein. Dieser Tag war recht anstrengend. Die ist nicht gebannt. Eure Taten sind selbstlos und beherzt. Ja. Also, hatten wir schon. Vielleicht sollten wir die Dinge offiziell und ein richtiges Geschäft daraus machen. Wardenfell hat so viele alte Geister, dass es Scharen von Leuten geben muss, die jemanden suchen, den sie rufen können. Wir bräuchten allerdings einen Namen. Etwas Eingängiges. Ich muss mit euch über Farwen sprechen. Farwen? Sicher. Ich kann euch wirklich gar nicht genug dafür danken, dass ihr ihren Körper und ihre Seele vor einem uralten und monströsen Geist aus reinster Boshaftigkeit gerettet habt.
Warum diese Miene? So ungefähr. Oh nein. Sagt mir bitte nicht, dass wir Galgala nicht gebannt haben. Ich habe das doch in unserem neuen Gildenauftragsbuch bereits als Sieg vermerkt. Galgala ist in Farwen gefangen. Es war die einzige Möglichkeit, ihr Leben zu retten. Wartet. Bedeutet das, dass wir ihn nicht gebannt haben? Ist er gefangen? Ist das nicht Farwen? Muss ich das Auftragsbuch ändern? Farwen hält ihn für den Augenblick in sich fest, doch es könnte eine Zeit kommen, in der sie dazu nicht mehr in der Lage ist. Was für eine Erleichterung. Farwen ist stark, stärker als wir alle. Wenn jemand einem solchen Ding die Stirn bieten kann, dann ist es unsere Freundin. Aber ich werde über sie wachen. Wenn Galgala nicht frei umherstreift, dann ist das doch aber ein Sieg für uns, richtig? Viel Glück, Theo. Vielleicht sollten wir die Dinge offiziell und ein richtiges Geschäft daraus machen. Warum fängt er wieder von vorne an? So, ist die jetzt hier noch irgendwo? Oh. Es tut mir leid, ich brauchte nur eine kleine Verschnaufpause, nur für mich. Nur kurz, um wieder zu Kräften zu kommen. Dann bin ich wieder so gut wie neu. Warum habt ihr es hier erzählt, Galgala wäre gebannt? Niemand muss erfahren, was wirklich mit Galgala geschehen ist. Ich habe die Lage unter Kontrolle. Er ist nicht mehr in den Ruinen, was bedeutet, dass wir unseren Auftrag erledigt haben und bezahlt werden können. Warum sollte es denn sonst noch eine Rolle spielen? Weil Galgala immer noch in euch ist und das ist gefährlich. Ich bin dankbar für eure Besorgnis, aber die Acht werden mich behüten und meine Hand lenken. Und jetzt bitte, ihr macht aus einer Mücke einen Netzbullen. Mir wird schon nichts zustoßen. Die Acht? Ich dachte, ihr würdet die alten Götter verehren. Sagte ich die Acht? Ich glaube an alle Götter, die Acht eingeschlossen, daher rührt ein Teil meiner Kraft. Ehrlich gesagt sollte ich beten, auf der Stelle. Schönen Tag noch. Es tut mir leid, ich brauchte... Das ist ziemlich verwirrend. Vielleicht sollten wir die Dinge... Okay, wir sind soweit durch hier, Freunde der Sonne. Ich mache an der Stelle erstmal Schluss. Und wir sehen uns dann hier in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, haltet die Ohren steif und tschüss.